Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go und wir haben mal wieder was ganz Besonderes für euch vorbereitet. Oder auch nicht wir, sondern Go Games. Die haben nämlich was gepostet, Eilmeldung. Wie der offizielle Twitter-Account von Pokémon Go soeben bekannt gab, gibt es heute wegen den zunehmenden Überfällen auf Pokéstops durch Team Go Rocket um 15 Uhr eine Ankündigung auf YouTube. Jetzt habt ihr hier auch den Link, wenn ihr da drauf geht, ihr seht, ihr werdet weitergeleitet zu YouTube, Premiere in 3 Stunden, jetzt ist es nämlich um 12, wenn ich das Video aufnehme, am 7. November, 15 Uhr auf dem offiziellen Pokémon Go Kanal, da müsst ihr also mal vorbeigucken, was da wieder vorbereitet wird, vielleicht hat es wieder was mit Giovanni zu tun, vielleicht endlich legendäre Krypto-Pokémon, wie auch immer, wir gucken mal rein, 15 Uhr, morgen können wir vielleicht darüber reden, 329 Leute warten auf jeden Fall schon. Und ihr seht, jeden Tag gibt es was anderes zu Team Go Rocket. Und wir haben jetzt hier mal noch einen Artikel, damit wollen wir uns heute befassen. Grüße gehen raus an Go Games, die das immer so schön zusammenfassen. Und ihr hört, meine Stimme ist auch ein bisschen komisch. Mir geht es heute nämlich nicht so gut. Vorhin bin ich aufgewacht, weil ich mich übergeben musste. Einfach total Ramses, total am Eskalieren. Aber jetzt das heutige Thema fürs Video. Pokestops kaufen, Shared AR und Wayfarer für alle ab Level 40. Das ist natürlich sehr interessant. Ihr wisst, Wayfarer ab Level 40, es war ja für manche Leute schon freigeschalten, für manche eben nicht, dann nur in bestimmten Teilen der Erde, in anderen wiederum nicht. Da kam immer die Meldung, ist in deinem Land noch nicht verfügbar. Bislang ist Niantic nur für manche Spiele ab Level 40 verfügbar, also Wayfarer. Hätte ich halt das eine Wort noch zusätzlich vorgelesen, dann hätte es auch Sinn. Meist sind es die Spieler, die sehr, sehr lange beim Spiel dabei sind und schon seit 2016 spielen. Ab nächste Woche, 11. bis 17. November, soll Wayfarer nun für alle Spieler ab Level 40 freigeschalten werden. Das ist also sehr cool, obwohl am Anfang dachte man, wenn das wirklich für alle 40er freigeschalten wird, manche, die haben ja wirklich, das ist nicht böse gemeint, die haben aber trotzdem gar keine Ahnung und dann wird eben noch mehr Mist eingereicht, obwohl es geht ja rein um die Bewertung und das andere, na, geht's gar nicht, weiß ich nicht. Einreichen kann ja trotzdem jeder ab 40, sprich, jeder kann Mist einreichen, aber nur ein paar können den Mist ablehnen. So ist es dann so, dass genauso viele Leute, die wie Mist einreichen können, auch genauso viele Leute Mist ablehnen können und bewerten können. Ist eigentlich nur also von Vorteil, denn bisher war es eine kleine Spieleranzahl, die eben dann die Bewertungen machen konnten in Pokémon Go direkt. Aber jeder ab 40 konnte einreichen. Jetzt wird es also angepasst. Jeder kann einreichen und jeder kann bewerten. Was natürlich auch dann die Stops und die Bewertungen vorantreibt, dass es eben schneller alles durchgevotet wird. Hoffentlich wird da kein Schindluder getrieben. Sind wir mal gespannt. Dann der Shared AR-Modus, da gibt es also, ist ein neues Buddy Adventure angekündigt. Unter dem Arbeitstitel Buddy Adventure Kumpelabenteuer arbeitet Niantic gerade an einem neuen Feature, welches sich mit dem Konzept Shared AR befasst. Shared AR ist eine Verschmelzung zwischen Realität und virtuellen Bildern, die gleichzeitig von mehreren Spielern von unterschiedlichen Geräten aus gesehen werden kann. Shared gemeinsam. Wer der englischen Sprache nicht mächtig ist. Hier ist ein komisches Beispielvideo, da können wir auch mal kurz drauf drücken. Da springen wir aber mal ein Stück vor. Ihr seht hier ein paar Leute, die da in so einer Halle rumstehen, die irgendwo irgendwelche Säulen dann haben und verschieben müssen und mit denen interagieren. Also wenn ich mir das Video jetzt ganz alleine angucke, da kriege ich schon Schiss. Das hat irgendwie so eine richtig komische, beklemmende Atmosphäre. Und das, was auch gezeigt wird, diese Statuen, das sieht alles sehr merkwürdig aus. Zum Glück ist es in Pokémon dann mit kleinen, süßen Pokémon und mit Buddies und alles niedlich. Aber ihr seht schon, es wird immer wieder weiter gearbeitet, der AR-Modus wird ausgearbeitet. Ihr habt immer mehr Möglichkeiten zu interagieren. Ein Jigsaw-Puzzle steht hier. Also kein Wunder, dass ich mir da in die Hose mache. Ist dann auch fast schon vorbei. Das sind also die Spieler, die das sehen. Die können sich auch so gegenseitig sehen. Und die haben hier dann die Säulen verschoben und haben da irgendwelche Punkte freigeschalten. Und wer sich dafür interessiert, kann sich das gerne mal komplett angucken.
drücken jetzt hier wieder fort. In dem Beispielvideo wird gezeigt, wie gleich mehrere Spieler in einem Spiel mit denselben virtuellen Objekten interagieren. Wenn ein Spieler ein Objekt verschiebt, so verschiebt sich dieses Objekt auch für alle anderen Spieler. Buddy Adventure. Das Buddy Adventure soll Spielern im Pokémon Go ermöglichen, am AR-Modus mit ihrem Kumpel zu spielen. Gleichzeitig jedoch auch die Kumpel-Pokémon der Freunde in der Nähe zu sehen und auch mit diesen zu interagieren. Es hieß ja auch mal, dass man dann, ich stelle mir das vor wie ein Tamagotchi so, dass man eben seinen Buddy hat, man kann den nicht nur füttern, man kann ihn auch pflegen, man kann mit dem eben auch spielen und so weiter. Also wie ein kleines Tamagotchi zusätzlich, was noch da vorbeikommt. Auch verdeckte AR-Objekte, da gibt es nämlich dann wieder eine neue Technologie, die noch realistischer alles gestaltet. Und warum lese ich nicht einfach den Satz vor, Mann? Auf jeden Fall seht ihr, normalerweise war es so, wenn ihr über eine Hausfassade gegangen seid, das Pokémon ohne Occlusion ist also vor der Hausfassade geblieben. Mit Occlusion verschwindet es aber dann sogar im Eingang, was eben noch realistischer wirkt. Ihr könnt es da also mit Gegenständen verdecken. Es interagiert wirklich mit der Umgebung. Die Umsetzung dieses Effekts ist nicht einfach. Da das Programm nun nicht einfach nur ein virtuelles Objekt auf einem Hintergrund projizieren muss, sondern gleichzeitig Räume erkennen muss, um zu wissen, was im Vordergrund und was im Hintergrund ist. Ein exaktes Datum wird von Niantic nicht genannt. Das ist aber trotzdem auf jeden Fall interessant. Ihr seht also, mit dem AR-Modus kann man demnächst noch mehr anstellen, als man sich vorher dachte. Im Endeffekt läuft jeder mit einer AR-Brille rum, zockt nur noch so. Dann ein richtig interessanter Punkt, Pokestops kaufen. Bislang konnten lediglich große Unternehmen als Sponsor von Niantic eintreten, die im Gegenzug Pokestops und Arenen erhalten haben. In den USA sind das insbesondere Sprint, Starbucks oder auch andere Unternehmen. In Europa war Unibail Rodamco einer der größten Sponsoren von Niantic. Inzwischen sind die meisten Verträge ausgelaufen und die gesponserten Pokestops und Arenen existieren nicht mehr. Jetzt soll auch kleinen Unternehmen ermöglicht werden, Spieler mit gekauften Pokestops oder Arenen anzulocken. Das Angebot von Niantic sieht dafür einen Preis von 1 Dollar pro Tag für einen Pokestop vor oder 2 Dollar pro Tag für eine Arena. Deswegen, ihr könnt jetzt für 365 Dollar im Jahr euren eigenen Pokestop kaufen, nur um Leute anzulocken. Ich weiß nicht, ob das so sinnvoll ist oder nicht. Ich meine, wenn ein Mitarbeiter in einer bestimmten Firma ist, der selber Pokémon zockt und Level 40 ist, könnte der auch einfach einen Pokestop einreichen. Und wenn der durchgeht, dann haben die da auch bei ihrem Unternehmen oder bei der... Allgemeine Unternehmen oder Firmen dürfen ja gar nicht zugelassen werden. Das ist natürlich schlau. Niantic verhindert also, dass die beim Unternehmen einen eigenen Pokestop kriegen und bieten an, dass die sich den aber kaufen können. Das könnten sie ja auch bei allen anderen Sachen machen. Aber naja gut, mal sehen. Wer das nutzen wird, wer nicht, bleibt ja jedem selbst überlassen. Und ob das noch so Leute anlockt, ich meine, was bringt's, wenn ihr jetzt irgendwo rumrennt und seht, boah, da ist ein Pokestop, da gehe ich jetzt hin. Wenn ihr sowieso dann die ganze Stadt überflutet habt, weil mittlerweile nimmt es ja immer mehr zu durch die ganzen Einreichungen. Ich habe aber trotzdem, als ich mal in Jena war, glaube ich, beim Enville natürlich, da sind wir auch an so einer Dönerbude vorbeigekommen, irgendwas. Und der hat direkt vor seinem Laden auch in der Gasse so einen Pokestop gehabt und der war permanent mit einem Modul versehen und das war der Inhaber von dieser Dönerbude, der also schon da drin gesessen hat und hat da auch Leute angelockt, indem er eben selber Pokémon gezockt hat und hat immer Lockmodule angemacht, dass die Leute in seine Dönerbude kommen, sich da hinsetzen, dort essen, Pizza essen, Salat essen, Bier trinken und währenddessen aus dem Modul ein paar Pokémon fischen. Ist also ganz cool, wenn man das so einsetzt, aber so oft habe ich das noch nicht gesehen, wird sicherlich noch den einen oder anderen treffen. So, dann werden wir hier ein Stück runter scrollen. Das erstmal dazu. Haben wir natürlich noch die Rocket Boss Kämpfe und Shiny Krypto Pokémon. Dazu haben wir jetzt hier noch gar nichts gesagt, obwohl das ganze Internet damit schon voll steht und jeder darüber berichtet hat. Deswegen da auch noch eine kleine Zusammenfassung, dass wir also auf dem aktuellen Stand der Dinge sind. Wieder mal ein Artikel von Max Beckmann. Nur in Teilen der Welt. Bisher ist das nämlich nur freigeschalten in Austin, San Francisco, Atlanta und London. Was für eine komische Auswahl. Alles so in den USA, plötzlich London dazu als einzigste europäische Stadt.
Aber sie gehen davon aus, dass das bald weltweit released wird. Es ist natürlich dann so, wenn ihr gegen den Rübel kämpft und den besiegt habt, dann kriegt ihr nicht nur diese 500 Staub, sondern auch dieses mysteriöse Teil, diese mysteriöse Komponente. Auf jeden Fall 100% garantiert. Ihr müsst also 6 Rübel besiegen, damit ihr alle 6 Teile zusammen habt. Wenn ihr die 6 Teile zusammen habt, könnt ihr dann einen Rocket Radar zusammenbasteln. Und der Rocket Radar lockt euch natürlich dann einen der 3 Rocket Bosse an, Unterbosse, wie auch immer. Ihr könnt da, glaube ich, dann hinlaufen. Wenn ihr mehrere auf der Karte habt, könnt gucken, wer ist das, braucht ihr den, wollt ihr einen anderen, könnt euch dann einen aussuchen. Da gibt es dann den Cliff, bei dem bekommt ihr als Belohnung einen Mauzi. Ihr seht auch hier die 2 Teams, die ihr haben kann. Dann gibt es Sierra, bei der ihr als Belohnung also ein Sneebel bekommt. Und es gibt Arlo, da gibt es als Belohnung dann ein Sichlor. Und ihr seht schon, hinten dran gibt es richtig fette Sachen. Ihr könnt ja mal selbst entscheiden, was findet ihr am schwersten. Also ihr bekommt immer, in dem Fall also ein Mauzi. Also ihr müsst gegen einen Mauzi, Relaxo und Shelderer antreten oder gegen einen Mauzi, einen Sandan und einen Despoter oder auch gemischt. Vielleicht kann das auch oben oder unten sein. Oder ist das nur die eine Reihenfolge? Nee, glaube ich nicht. Ihr könnt so. Ihr habt also immer als zweites eins von den 3 und als drittes eins von den anderen 3. Das wird sicherlich immer wild zusammengewürfelt, aber das erste bleibt wohl immer gleich. Dann könnt ihr also da kämpfen. Als Belohnung bekommt ihr 1000 Sternenstaub und 2 der folgenden Items. Toppeleber und Beleber oder Toppeleber und Topdrang oder Beleber und Sinostein oder auch Topdrang und Einalstein. Und das ist richtig genial, weil der einfach so verdammt selten ist. Ihr aber den bei den Bossen von Team Rocket jetzt auch bekommen könnt. Ihr seht ja nochmal, wie komisch der aussieht. Das Böse schläft doch. Natürlich ist das auch alles zeitlich begrenzt. Also Rocket Stops könnt ihr, glaube ich, immer noch rund um die Uhr machen. Aber die Rocket Bosse sind wie Raids einfach nur von 6 bis 22 Uhr zu finden. Wenn ihr also einen Radar gesammelt habt und bei euch nichts mehr geht, weil das nichts findet, dann müsst ihr einfach bis zum nächsten Morgen warten. Und ab 6 Uhr könnt ihr dann, wie wenn die Raids aufgehen, auch auf Suche nach dem Boss gehen und den besiegen. Ihr habt ja also einen Ausschnitt, wie die Karte dann aussieht. Wenn nichts da ist, macht ihr es einfach am nächsten Tag. Aber ihr könnt trotzdem abends, auch wenn keine Raids da sind und nichts, nach 22 Uhr immer noch Teile sammeln, sage ich mal. Glaube ich, hoffe ich. Das war ja das, was zeitlich begrenzt war. Und alle dachten, dass die Rocket Stops allgemein nur noch von früh bis abends sind und über Nacht stillgeschaltet. Aber die Rocket Stops werden wahrscheinlich weiterhin 24 Stunden verfügbar sein. Nur die Rocket Bosse sind zeitlich begrenzt. Und das ganz Besondere, jedes Pokémon, was zurückgelassen wird, ob Mauzi, Sneebel oder Sichlor, wird es auch als Shiny geben, als Shiny Krypto. Ihr seht das hier. Ihr habt also ein Krypto-Mauzi, was ihr erlösen könnt, was aber auch Shiny sein kann. Das ist nicht garantiert. Da müsst ihr bestimmt wieder 10.000 Bosse besiegen, bis ihr dann mal ein Shiny von denen bekommt. Ich meine, Sneebel und Sichlor gab es ja vorher auch schon als Shiny. Mauzi eben nicht. Das ist das erste Mal, dass ihr ein Shiny Mauzi bekommen könnt. Aber will man dann das Shiny Mauzi erlösen, um ein erlöstes Shiny Mauzi zu haben? Oder würdet ihr das als Krypto behalten? Vielleicht habt ihr ja Glück und habt dann auch irgendwann 10 Stück. Dann könnt ihr eins behalten, eins erlösen, eins wegschicken, wie auch immer, wenn es keine guten IV hat. Ob jetzt das Mauzi auch in der Wildnis dann erscheint, als Shiny freigegeben wird oder weiterhin erstmal nur im Rocket Stop, ist noch nicht bekannt. Da wird es aber sicherlich demnächst noch weitere Informationen dazu geben. So, das war, glaube ich, alles erstmal dazu. Also, das Buddy Adventure ist noch nicht im Spiel. Das Rocket Adventure, sage ich mal dazu, ist schon im Spiel, aber leider nicht direkt bei uns. Wird aber sicherlich die nächsten Tage, die nächste Zeit noch dazukommen. Ist also richtig genial. Macht sicherlich auch Spaß, dass man auch bessere Belohnungen hat, dass man auch mehr Anreiz hat, jetzt wirklich auf Team Rocket Jagd zu gehen. Denn diese 1000 Kämpfe für die Goldmedaille, die ziehen sich schon ein bisschen in die Länge. Jetzt habe ich aber wieder Bock. Jetzt sage ich, gut, ich mache 6 Stück. Suche mir dann auch so einen Boss raus. Gehe auf Shiny-Suche, gehe auf Einhaltstein-Suche. Das ist also eine richtig gute Sache. Auch das mit dem Buddy-Adventure, wie sich das entwickelt, werden wir im Auge behalten. Und
natürlich eigene Pokestops kaufen und Wayfarer für alle ab Level 40, damit eben noch schneller die Pokestops bewertet werden können, mehr Stops auftauchen, mehr Arenen, dass die Spielwelt einfach weiterhin wächst. Und das ist doch eine gute Sache. Auf jeden Fall Props dafür an Niantic. Das war's aber von meiner Seite aus. Schreibt ihr mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Habt ihr Bock auf die Rocket-Bosse? Habt ihr Bock auf das Buddy-Adventure? Wie stellt ihr euch das vor? Wird das genial? Wird das Quatsch? Braucht man das nicht? Viele haben ja sowieso gar keine Möglichkeit, mit dem AR-Modus zu spielen. Auf älteren Geräten oder so gibt es da immer Probleme. Aber egal, irgendwann hat jeder neues Handy von Niantic gesponsert, zugeschickt bekommen. Wer keins hat, schreibt es mal dem Niantic-Support, sagt, ich brauche neues Handy. Dann schicken die euch das. Wunderbar, aber sagt nicht, dass ich das gesagt habe, weil das stimmt nämlich alles nicht. Auf jeden Fall war es das von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielleicht mit nicht so einer kotzigen Stimme. Das war es von meiner Seite aus. Peace out. Vorhaut, euer Ramsus.